Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Und zwar ist es so, diese Folge, es sind jetzt noch ziemlich viele Folgen vorproduziert bis zum eigentlich 1. August, sind eigentlich alle vorproduziert, da ich die ganzen Ferien eigentlich weg bin. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall sind die Folgen vorproduziert, deswegen konnte ich nicht so auf eure Kommentare eingehen. Aber ich nehme hier gerade inmitten der Ferien gerade eben das Video hier auf, beziehungsweise auch ein paar andere halt, weil ich gerade ein Wochenende zu Hause bin. Das muss ich ausnutzen, oder? Und da hat Daydreamer geschrieben, ich hoffe, ich vergesse es nicht, und dann würde ich hier den Kommentar einblenden. Ja, auf jeden Fall hat er geschrieben, Digga, ich bin komplett lost, Junge. Und zwar hat er eine Idee geschrieben, dass ich doch, also dass die Zuschauer, also ihr, könnt eure Lieblingspizzen in die Kommentare schreiben oder eure verrücktesten Pizzen oder was auch immer, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben und dann werde ich die mal nachkochen. Und Daydreamer, warte mal, ich muss kurz den Kommentar suchen, ich weiß gar nicht mehr, was er geschrieben hat. Ich glaube, er hat eben geschrieben Prosciutto mit extrem viel Schinken. Ich gehe kurz gucken, dann kann ich euch das noch genau sagen. Genau, also eigentlich hat er geschrieben Pizza Mozzarella mit viel Schinken, aber das ist ja eigentlich eine Prosciutto, von daher ist eigentlich auch egal. Okay, das werden wir heute mal machen. Warte mal, Alter, was ist denn hier los? Ich hole jetzt erstmal noch ein bisschen Schinken, weil wir brauchen ja ein bisschen Ware. Er hat geschrieben, ganz viel Schinken. Und diesen Wunsch können wir ihm natürlich nicht verübeln. Wieso packt das so? Achso, weil ich Shift drücke. Ups. Okay. Oh, die soll man das nächste Mal wieder zumachen. Und. Okay. Schinken. Also, warte mal. Gibt es auch noch anderen Prosciutto? Nee, es gibt also wirklich nur diesen Prosciutto. Wobei, das sieht eigentlich schon geil aus. Okay. Wir nehmen hier einfach mal. Ach, wir nehmen mal so 10, Alter. Ich nehme mal an, der Käse sollte nur dezent sein. Alter, das ist viel. Okay. Das Ganze wird jetzt erstmal hier in den sehr kleineren gemacht. Das machen wir jetzt mal alles rein. Alter, das ist ja gar nicht mehr Platz als 3 Kilo. Ja, ist aber schlecht. Ich will 10 Kilo rauf machen. Ne, mal gucken, wie viel das wir raufbringen. Ich drücke jetzt mal den Knopf. Also, ja, dann werden wir sehen, wie viel das da reinkommt. Wir haben hier auch noch gar kein Prosciutto. Sehe ich gerade. Ah, das ist nur 1 Kilo? Ja, aber wir brauchen ein bisschen mehr, Alter. So, dann kommt hier mal noch dieser ganze Rest hier rein. Warte mal, wir müssen hier nochmal ein paar Behälter kaufen. Wir haben gar nicht genug. Okay, hier nochmal Schinken. Okay, hier nochmal 1 Kilo. Digga, das ist krank, Junge. Ach ja, und übrigens kann ich das auch sagen. Ich und Daydreamer haben tatsächlich eigentlich zwei, und zwar einfach, also wir wissen noch nicht genau, wann wir das Ganze bringen, wann wir das aufnehmen und so, aber wir werden es halt so machen. Spiel ist eigentlich schon ziemlich klar, wir werden Star Wars spielen, das Let's Play da übrigens auch gerade, könnt ihr auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Plus, warte mal, was macht er noch? GTA, genau, GTA wollten wir noch machen. Junge, was für, ich hab die Bestellung nicht vergessen. Ich will hier Daydreamers Pizza machen, Alter. Ich habe ja eine Bestellung, du Spasti. Okay, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Digga, das ist so unnötig, was ich hier mache, aber egal. Auf jeden Fall, Digga, hier sieht's ja auch aus, Junge. Wer hat das denn so hinterlassen? Das war safe nicht ich. Halt's Maul. Okay, auf jeden Fall wollten wir das zusammen so ein bisschen aufnehmen. Und zwar werden wir es dann so machen, zum Beispiel bei GTA, dass zuerst bei mir eine Folge kommt, dann bei Daydreamer. Bei Star Wars das genau gleiche. So, dann könnt ihr auf jeden Fall den Scheinkanal schon mal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann wird das ja wahrscheinlich dann auch in den Zeitraum ab August irgendwann mal kommen. Ja, wie gesagt, wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber das wäre so ein bisschen der Plan. Okay, ich nehme an, dass du den neapolitanischen Teig wolltest. Ach komm, warte mal, wieso teile ich das? Wir machen doch einfach eine große Pizza. Hallo? Kann ich dich nicht nehmen? Wieso kann ich dich nicht nehmen? Voila. Ach so, jetzt geht's. Okay. Okay. Wir rollen den Teig jetzt erstmal aus. Boah, Alter, das sieht einfach... Ich weiß nicht, wieso dieses Spiel kann dieses Essen so sick nachmachen. Da muss man einfach, das hat Daydreamer auch geschrieben, man muss vorhin einfach essen, sonst verhungert man hier einfach. Ich weiß nicht wieso, ich kann da irgendwie nicht ganz an den Rand raus hier, guck. Ich komme da gar nicht ganz ran, ich weiß nicht wieso. Aber naja, okay, auf jeden Fall erstmal ein bisschen Mozzarella. Natürlich so das typische, so. Okay, warte mal, wir können kurz eine Bestellung annehmen. Warte mal, wir können jetzt hier eine Prosciutto machen. Okay, wir haben jetzt hier eine Prosciutto mit Rucola. Okay, das ist halt jetzt so, aber egal. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall Mozzarella schon mal raufgepackt. Ach, gefrierte Mozzarella. Naja, scheiß drauf. Das wäre auch eine New York-Style-Pizza gewesen. Ach, egal, komm. Der soll zufrieden sein mit dem, was er bekommt. Dafür bekommt er richtig viel Schinken.
Okay, ja, ich bin hier gerade noch dabei. Es ist noch ein bisschen wenig, finde ich, für meinen Geschmack. Beziehungsweise nicht für meinen Geschmack, sondern für Daydreamers Geschmack. Das müssen wir ändern. Okay, Alter, wir haben schon 2 Kilo draufgepackt. Das ist ja unnormal. Stellt euch mal vor, ihr bestellt auch so eine Pizza Prosciutto. Dann kommt zu der Pizzabote. Dann so, oh ja, du bezahlst alles so. Dann zu Hause macht ihr das auf. Dann seht ihr einfach so 5 Kilo Schinken da drauf, Junge. Irgendwie wäre es geil, aber irgendwie, Digga, das ist doch. Also, krank, Junge. Also, es ist. Nimmt schon Form an, oder? Alter, das ist schon ein richtiger Berg. Also, was? Wir haben schon 4 Kilo da drauf gemacht? Okay, weil wir müssen an der Seite mal ein bisschen aufstocken. Sonst ist das nur in der Mitte so hoch und das sieht dann nicht so geil aus. Okay, hier sieht es jetzt schon besser aus. Ja, okay, ist zwar immer noch in der Mitte sehr hoch, aber egal. Okay, 6 Kilo Schinken ist da drauf, 180 Gramm Mozzarella. Digga, es sieht so geil aus. Okay, Daydreamer, ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, also ich will, also Digga, das ist doch ein Meisterwerk. Kann doch niemand irgendwas. Oh, lol. Nein, oh Gott, nein, der Teig. Oh. Okay, aber ist, glaube ich, nichts rausgefallen. Okay, dein Teig ist übrigens nicht am Boden gefallen. Noch ist doch. Ist der Teig schon mal in den Boden gefallen? Ich glaube nicht. Okay, die Pizza hat bestimmt lange, deswegen, Alter, ich kann nicht wieder gehen. Mann, Wehtaste, ich muss mir eine neue Tastatur kaufen, aber ich habe kein Geld. Mir ist schon die Facecam kaputt gegangen. Okay, wieder Maus rein. Wir feuern jetzt hier erstmal ein bisschen ein. Nur so ganz dezent hier, okay, das ist jetzt nicht so dezent, dass wir ein bisschen Zeit haben. Alter, ich muss so viel reden gerade. Können wir die Box wegmachen? Weil die finde ich, ah, hier, nee, okay. Oh, lol. Okay, du musst hier weg, weil du nervst, okay. Teig-Tablett. Okay, ja, der Teig ist noch drin. Das ist schon mal gut. Wieso sind denn die drüben noch so Behälter? Was soll das? Oh, ne, die Pizza. Ah, okay, warte, die hat noch ein bisschen Zeit. Ich will nicht, dass die verbrennt jetzt. Wenn ich schon mal extra für Daydreamer eine eigene Pizza mache, dann sollte die doch nicht verbrennen. Das wäre ein bisschen schlecht für mein Image. Was für ein Image, Alter. Ich habe gar kein Image. Sieht so. Stellt euch mal vor. Bitte. Stellt euch das vor. Ihr bekommt so vom Pizzamann das hier. Junge, wie viel Schinken da einfach drauf ist. Aber das ist geil. Ich habe jetzt deine Rucola vergessen, aber das ist gerade scheißegal. Oh shit, nur 2 Sterne. Was? Teig, okay, ja, Teig ist halt falsch. Käse? Ja, okay. Unerwünschte Zutaten befand sich auf dem. What? Aber, hä, das ist doch der richtige. Ach so, wahrscheinlich, weil es zu viel ist, oder? Naja. Ja, Digga, wie macht das so? Das Problem ist, es juckt halt keinen. Okay, ich mache nochmal kurz diese Behälter rüber, dann bestellen wir nochmal kurz was. Weil. Es wollen ja auch noch andere Leute etwas zu essen haben. Deswegen schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich vielleicht. Gut, in der nächsten Folge kann ich euch das leider immer noch nicht zeigen, weil das vorproduziert ist, die nächste Folge. Aber dafür danach kann ich euch eure Pizza backen, wie ihr sie gerne haben wollt. Okay, wir nehmen jetzt eine neue Bestellung an. Oh, okay, guck. Wir haben jetzt eine. Inglesina? What the fuck, Alter? Okay, auf jeden Fall Pizzateig neapolitanisch. Was nehmen wir denn hier? Ach, so klein. Okay, hier, das ist ja neapolitanisch klein. Okay, es gibt aber scheinbar übrigens keine normale Prosciutto. Ich habe zumindest keine gefunden. Naja, okay, die Marinara-Soße. Komm, genau. Hier, ein bisschen verstreichen, aber hier geht's bis an den Rand. Aber das ist komisch. Okay, Mozzarella geschnitten, 60 Gramm. Warte mal, können wir das hier noch so ein bisschen drehen? Oh, jetzt ist es ungleichmäßig verteilt. Scheiße. Naja, egal. Was soll's. Okay, wir brauchen jetzt Prosciutto. Ach, jetzt habe ich keinen mehr. Okay, warte, dann holen wir noch mal kurz ein neues Kilo. Dann können wir das auf jeden Fall dann direkt wieder befüllen. Falls Daydreamer noch mal Hunger hat. Junge, aber stell euch vor, da bist du doch auch satt, Junge. 6 Kilo. Lol, was war das? 6 Kilo Schinken, Junge. Das ist ja so krank. Ich glaube, danach bist du halt wirklich voll, Junge. Randvoll. Okay, so. Du. Achso, da ist schon einer drin. Digga, wieso ist hier oben? Hä, habe ich das hochgeworfen? Guck mal, da oben ist einfach Mehl. What? Wieso ist da oben random einfach Mehl? Verstehe ich nicht. Und ist euch übrigens schon mal diese Wandzeichnung aufgefallen? Mir auch nicht. Also jetzt aber. Vorher nicht. Interesting. Okay. Jetzt kommt dieser Prosciutto Cordo geschnitten drauf. 60 Gramm. Also 6 Kilo natürlich.
Boah, bei dieser Pizza würde das auch geil aussehen. Ja, egal, wir machen jetzt mal noch eine normale, sonst ist unsere Bewertung wieder komplett am Arsch. Oh lol, ich hab euch den Stuhl mitgenommen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Die Welt geht weg. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Gas geben, weil sonst haben wir wieder... Oh nein, oh lol, nein, oh nee. Jetzt ist das wieder auf den Boden gefallen, ich glaub's ja nicht. Warte mal. Na, das Ding ist, es ist halt... Digga, jetzt geh weg. Perfekt. Okay, ne, ach, lol, das ist alles drin geblieben. Okay, Daydreamer, wie du siehst, wir sind hier hygienisch unterwegs. Deine Pizza hat kein einziges Stäubchen Dreck gesehen. Oh, scheiße, warte mal, da liegt ein Teig neben dran. So ein Donker, ey. Ich habe übrigens mal, ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe im Stream, habe ich das jetzt zerstört, warte mal. Und irgendwie konnte ich, also waren das halt in den einzelnen Teilen und dann, ne, Alter, jetzt, Digga, lass mich in Ruhe. Und irgendwie konnte ich das dann halt, konnte ich das dann halt hier auch verfeuern. Aber das geht irgendwie nicht mehr. Schade. Ach ne, jetzt ist das schon wieder hier im Weg. Das geht ab. Nein. Okay, ach, verbrennen. Ne, das machen wir doch nicht. Wieso gibt es die Option verbrennen? What the fuck? Wieso? Naja, wie dem auch sei. Jetzt heißt es warten, Junge. Junge, wieso geht das so scheiße lange? Ich verstehe es nicht. Aber jetzt ist sie ja fertig, von daher ist ja gut. Und es sieht wieder abnormal lecker aus. Naja, ja, die Pizza kommt jetzt hier drauf. Ich mache. Jetzt ist kaputt gegangen. Let's go. Kann ich das jetzt auch verfeuern? Ne, letztes Mal hat das geklappt. Ich mache das jetzt alles mal hier zum Holz. Wie lange das ist. Ja, aber hauptsächlich habe ich mir volle Kanne in die Wand geschmissen. Er ist nicht kaputt gegangen. Aber jetzt, weil ich diese Schaufel drauf schmeiße, geht's kaputt. 5 Sterne, let's go. Das können wir halt. Also Pizza machen. Normale Pizzen. Und übertriebene Pizzen. Das können wir auch gut. Okay. Ich habe jetzt hier das Holz nochmal einsortiert. Wunderschön. Können wir die hier ranhängen? Ja, jetzt müssen wir das halt immer machen. Naja. Was soll's? Auf jeden Fall. Was das? Digga, da unten ist ja immer noch Basilikum. Du musst jetzt endlich mal verschwinden, Junge. So, ciao. Okay. Ja, das war's mit dieser Chaos-Folge. Cooking Simulator. AK Cooking Chaos, AK Pizza Chaos oder was auch immer. Naja, wie dem auch sei. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ach, übrigens, vergesst nicht bei Daydreamer vorbeizuschauen. das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Also es würde mich sehr unterstützen, wenn ihr meine Videos guckt. Oh nein!